Guten Morgen hier aus New York. Wir haben den zweiten Tag. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade erkennen könnt, aber es ist relativ bewölkt heute. Trotzdem schönes Wetter, es ist hell und heute auf jeden Fall ein bisschen wärmer als gestern. Ich dachte mir zu Beginn des Videos, machen wir noch ein kleines Unboxing von meinem Kauf von gestern. Ich habe mir ja diesen Akenschal geholt. Wer den Vlog nicht geguckt hat, guckt den Vlog. Wenn euch das Video einmal jetzt ein, könnt ihr sehr gerne abchecken. Link dazu in der Beschreibung. Da habe ich mir eben unter anderem was bei Akne gekauft und das packen wir jetzt einmal zusammen aus. Ja, vom Ding her sehr unspektakulär, ist einfach so eingepackt in Papier. Und dann haben wir hier den wunderschönen Schal auf der einen Seite in so einem dunkelgrau und die andere Seite ist eben so hellgrau, ganz klassisch, ich glaube die meisten werden es kennen, wo einmal ganz groß Acne Studios draufsteht auf beiden Seiten. Das wär's dazu, das war das kleine Unboxing, jetzt würde ich sagen, starten wir in den Tag rein, ich weiß gar nicht, was heute so der Plan ist. Senat wollte auf jeden Fall nochmal ein bisschen shoppen gehen, deswegen gucken wir mal, was so geht, ich mache euch ein bisschen mit. Viel Spaß im Video, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, lasst ein kostenloses Abo da, wir legen los, let's go! Wir sind on the streets, ihr könnt sehen, ich habe meinen Schal angezogen. Wetter ist eigentlich auch wieder ganz nice geworden. Also es ist immer noch kalt, aber die Sonne scheint wenigstens. Und wir laufen jetzt gerade Richtung Frühstücksladen. Der Frühstücksladen, den wir uns rausgesucht haben, heißt Best Bagels and Coffee. Ich glaube, wir gehen jetzt noch circa 10 Minuten ungefähr dahin. Sonst, wir gucken mal, was der Tag so bringt. Wird, denke ich, sehr entspannt. Ich filme aber, glaube ich, auch nicht so viel. Vielleicht schneide ich auch den Vlog und den Tag dann von morgen einfach zusammen in einen Vlog. Angekommen bei Best Bagels and Coffee und ich habe mich heute für einen cleanen Plain Cream Cheese Sesame Bagel entschieden. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Der Klassiker schlechthin und Senat hat... what the fuck? Ich habe mit vielem gerechnet, aber dass ich das hier bekomme, sieht einfach aus wie ein Döner. Ihr könnt sehen, Chicken, Mozzarella, alles am Start. Soweit ich weiß, laufen wir jetzt runter zu Dover Street Market. Hast du Navi? 9 Minuten. Ich sage euch so, wie es ist. Dover Street Market eigentlich auch nie so krass mein Laden, aber wir checken mal ab. Wir haben es geschafft, Dover Street Market. Ist auf jeden Fall random, einfach ein Restaurant drin. Ne? Die haben ja einfach Denim Tiers und ich muss euch sagen, das Flanell hier finde ich todessick. Also ich finde es wirklich unfassbar nice. Kostet halt nur entspannte $300, aber vom Ding auch, von der Machart, wirklich sehr, sehr geil. Ey, ihr müsst euch geben, wir sind gerade im Aufzug und ich sehe einfach das hier. Wir haben 7 Etagen, wie groß ist dieser Dover Street Market? Sieht man auch die ganzen Brands, also hier gibt es wirklich jede mögliche Brand. Wir sind in Etage 7. Let's go. Hey, gibt's einfach Supreme. Seit wann gibt's Supreme in einem Dover Street Market? Habe ich irgendwas verpasst? Der ist in London ganz anders. Was soll ich euch mal sagen, was ein bisschen lost ist? Die haben für 7 Etagen einen einzigen Aufzug. Das ist irgendwie nicht so gut gelöst, sag ich euch ehrlich. Aber wir checken jetzt mal hier ab. Ey, müsst ihr euch geben, hier ist so eine Rig-Abteilung. Warum liegt da Rig auf dem Boden? Also ich glaube, wir sind gerade in Etage 5 oder so. Wir haben gerade mal alles durchgehoben bis hier. Und bis jetzt war hier nicht so krass viel irgendwie dabei. Also wir steppen jetzt hier wirklich von Etage zu Etage. Ich glaube, wir gehen jetzt gerade... Ja, das müsste Etage 2 sein. Krass, ich habe richtig gelesen. Etage 2. Und ich sag's euch, wie es ist. Bis jetzt habe ich eigentlich nicht so viel nice Stuff gefunden. Es gibt jetzt zwar jede mögliche Brand, Balenciaga, Jack Mühs, alles mögliche am Start. Aber halt irgendwie nicht so die Pieces, die man will. Das ist halt dann immer so eine Stange, da hängen dann so 3 Produkte und das ist halt jetzt nicht so krass die Auswahl. Ja, was sind das für Nike-Sachen hier? Kenn ich gar nicht. Hier gibt es auf jeden Fall auch diese Nike Nocta-Sachen. In Grau, mit der grauen Hose. Die hat nur leider unten so ein Bund und das ist halt nicht White Leg. Das hier gibt es hier auch. Hier eine Stange, hier ein Regal und da nochmal so eine kleine Stange. Die Jacke eigentlich sogar ganz nice. Also würde ich jetzt nicht tragen, aber vom Ding her, muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz cool. Ansonsten, ihr wisst, ich bin jetzt eh nicht der größte Sussi-Fan. Ist jetzt hier aber nichts, was ich irgendwie mega geil finde oder so. Es sind circa 1,5 Stunden vergangen seit der letzten Szene. Fragt mich nicht, dass wir irgendwie gerade alles gemacht haben. Irgendwie haben wir vieles gemacht, aber irgendwie haben wir auch nichts gemacht. Auf jeden Fall sind wir gerade auf der Brooklyn Bridge, beziehungsweise gehen gerade drauf zu. Ihr könnt sehen, da vorne ist das gute Stück, denn natürlich muss man halt auch einmal die Brooklyn Bridge sehen. 1 bis 10, wie hype bist du auf Brooklyn Bridge? Bro, ich sag dir ehrlich, ich hoffe, dass du... Sag immer, wie hype du bist, 1 bis 10. Junge, keine 8,5. Natürlich will ich auch, dass ihr in meinen Videos ein bisschen was lernt. Deswegen, diese Brücke wurde 1883 gebaut. Das führt von... Einfach gegoogelt, Digga. Warum sagst du das gegoogelt? Und was sagst du so? Ist krass. Zeit für eine kleine Stärkung. Und zwar nämlich bei Los Tacos Number One. Ein sehr, sehr bekannter, aber auch sehr, sehr krasser Laden. War ich letztes Jahr schon sehr oft essen. Gibt's extrem gute Tacos. Den muss ich mir zeigen. Das sind die Tacos. Ihr könnt sehen, wir haben uns beide 2 Stück gezogen. Sehr, sehr wild. Ich mal so richtig geil jetzt in der Mitte durch. Alter, das warte, ist ich muss gucken, welche Hälfte größer ist. Mein allererstes Mal Krispy Kreme. Er geht mit dem klassischen. Ich sag overhyped, oder? Ich kann mir das nicht sogar vorstellen. Boah, ich finde den so sexy, ne? Boah. Sag ehrliches Rating. So knete irgendwie so. Das ist so richtig soft, so, ne? So. Boah. Oh.
Was geht, was geht? Wir haben tatsächlich gerade schon den nächsten Tag. Ich habe gestern irgendwie nicht so viel gefilmt, deswegen habe ich euch, denke ich mal, die Szenen von gestern an den Anfang dieses Videos jetzt geschnitten. Es ist jetzt tatsächlich unser dritter Tag in New York und auf jeden Fall auch, ja, der kälteste von allen. Boden ist kalt, ich glaube, wir haben irgendwie 0 Grad oder so. Dementsprechend auch der Schal, es ist wirklich unfassbar kalt. Wir befinden uns gerade auf der Canal Street. Shoutouts an meinen Bruder Rocky, du weißt Bescheid. Yes, sir. Hier wird der erste Store Popular Jewelry. Sollten eigentlich einige von euch kennen. Diese gute alte Oma, bei der schon der ein oder andere bekannte Typ was gekauft. Digga, ist das scheiße, Bar. Ja, perfekt. Hier liegt einfach Scheiß auf dem Boden. New York, ich liebe es. Auf jeden Fall sollte ich denken, dass die meisten von euch Popular Jewelry kennen. Das ist eben diese alte Oma. Und das setzen wir jetzt rein. Mal gucken, was da so abgeht. Ich war selber noch nie drin. Also, das ist ernst crazy. Gibt euch das mal. Drake, A$AP Ferg, Travis, Rocky. Komplette Wand hier ist einfach voll. Und hier auch mein Bruder Cardi. Falls das nicht gut geht, raus. Aber wie eben schon gesagt, ist ein Schmuckladen und ihr könnt auch sehen, es gibt unfassbar viel Schmuck überall. Na Jungs, tut mir super leid, falls ich mir jetzt hier nichts kaufen werde. Da entschuldige ich mich jetzt schon mal. Zweiter Store, Origins. Ist dir kalt? Auf jeden Fall lassen die uns nicht rein, die Tür ist auch abgeschlossen, wir müssen hier irgendwie warten, weil da zu viele Leute drin sind, frag mich nicht. Digga, zu viele Leute filmen wir da rein, oder? Hier ist original niemand drin, der sagt zu viele Leute. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt warten. Ihr könnt sehen, mittlerweile hat sich auch eine kleine Line gebildet und es ist einfach niemand. Also hier ist wirklich niemand. Es ist keiner in diesem Laden. Wir müssen hier warten. Wir lassen uns nicht rein. Das ist halt so ein klassischer Recess-Store. Ihr könnt sehen, mit den Schuhen, da mit der Kleiderstange. Ihr könnt sehen, wir gehen. Denn ist Prinzipsache, ich sehe es irgendwie nicht ein. Also ich sag euch, kein Cap. Wir standen jetzt gerade safe 20 Minuten. Der Laden ist komplett leer. Der Typ hat uns oft angeguckt, ist manchmal rausgekommen, hat uns einfach nicht reingelassen. Deswegen keine Shoutouts gehen raus an den Laden. Wenn ihr hier seid, geht nicht hier hin. What the fuck? Aber wir steppen jetzt zum ersten Vintage-Laden für heute. Ich glaube, da waren wir auch am ersten Tag schon. Ich weiß gar nicht so genau, aber der ist hier um die Ecke. Das steppen wir jetzt mal rein. Da ist er. The Reshop. Und da waren wir mal... Hä, ist das ein anderer? Ja, das ist ein anderer. Da waren wir noch gar nicht drin. Okay, das heißt, davon gibt es zwei. Weil im selben Laden waren wir nämlich am ersten Tag schon mal. Aber das ist auf jeden Fall ein anderer. Doch scheiße gelabert. In dem Laden waren wir schon. Aber trotz dessen gucken wir jetzt ja mal ein bisschen durch. Wenn ich was finde, sage ich euch Bescheid. Gib mir ein bisschen, Jungs. Lass mich kochen. Gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Jerseys, Harley Davidson Vintage Tees, generell ganz, ganz viele Vintage Hosen, Sweater überall, T-Shirts hier überall, Workwear Jacken, auch sehr nice. Ah, das sind so One-of-Ones. WeWorks One-of-Ones. Okay, das heißt, es sind so Custom-Card-Workwear-Jacken. Vielleicht auch ganz nice. Hier ganz hinten in den Backrooms ist auch nochmal so eine riesige Stange mit Lederjacken. Die hier riechen alle sehr gut. Also, als wären die wie nochmal eine Reinigung gewesen oder so. Ich habe die Jacke eben gefunden. Könnte mir eigentlich ganz gut passen. Auch generell von der Fabric und vom Zustand noch ganz gut. Ich glaube, die probiere ich mal an. Die T-Shirts hier auch todesnice, aber ist irgendwie eine Size XXL oder so. Die sind alle mega riesig. Dementsprechend brauche ich gar nicht anprobieren. Boah, die Jeansjacke eigentlich auch tough. So richtig geil gewaschen. Ich weiß nicht, was die kostet. Hier steht nichts. Das ist eine Size X. Oh, was ist das denn? Hier hinten liegt so ein NFL-Jersey. Zeig mal her, zeig mal her. Eigentlich auch geil. Sag ich euch ehrlich, aber ist ein bisschen groß. Also, das ist jetzt die Lederjacke. Ich sag euch ehrlich. Ich hab mir vorgestellt, es sieht irgendwie aus wie, keine Ahnung was, ist auch ein bisschen zu groß, auch nicht eng irgendwie, kosch oder so. Was sagst du? Die ist halt so ein bisschen auf den Oversize auch hinten, ne? Ja, ich... 2,17 Schilling. Was kostet die? Also hier ist irgendwie ein Tag, aber ist halt... Die Bro da hinten checkt halt den Preis ab. Die machen das jetzt so, wenn die Jacke unter 30 Dollar kostet, dann nehme ich sie mit, wenn sie über 30 kostet nicht. Ich glaube, Yoshi ist einer, Yoshi wird das jetzt so überfeiern. Ich würde sagen so, boah, überkrass, oh mein Gott. Jacke war 50 Dollar, heißt, lassen wir hier, ist sie mir nicht wert. Und ich glaube, sonst war jetzt ja nichts Wildes dabei. Deswegen steppen wir jetzt auch durch wieder raus. Ich weiß auch so, wie es ist. Ich muss auf jeden Fall gleich wieder diesen Babushka-Schal-Dings machen, weil es ist so geil. Also, ihr glaubt nicht, wie kalt es ist. Denkt sich so, boah, klarer Himmel, Sonne, Schein, dies, das. Dabei ist aber minus 2 Grad oder so. Deswegen der Schal auf jeden Fall bis jetzt ein 10 von 10 Kopf. Erfüllt seinen Zweck sehr gut. Ich muss gleich hier, zack, mich ein bisschen verhüllen, dass mir ein bisschen wärmer ist. Aber ansonsten, was ist für ein Store hier? Bruder, das Ding ist... Gangster, my boy. I'm playing, man. Ich überlege mir halt diesen Schal zu holen, weil mir halt wirklich geisteskrank kalt ist. Ich finde den nice. Ich finde das hier ist nicht so geil. Schal ist richtig angezogen. Jetzt ist mir warm. Der wurde jetzt gerade auch eingekauft. Jetzt ist mir warm und jetzt bin ich ready. Für den nächsten jetzt Store. Du hast ganz Schal. Jetzt habe ich erst so. Gerade hatte ich den nur so am Hals. So, ja, jetzt ist mir wärmer am Kopf. Nein, aber das nenne ich doch mal eine schöne G-Klasse. Außer aus dem Bray hier eine Radkappe, glaube ich, geklaut wurde. Vor allem die Farbe in diesem Braun kommt schon sehr, sehr böse. Ich glaube, so wie es aussieht, geht es jetzt zu Delabo. Der müsste hier auch ein, zwei Straßen weiter jetzt hier in Soho sein. Ich habe es ja schon in meinem Düsseldorf-Vlog und in meinem London-Vlog gesagt.
Ich würde sehr, sehr gerne einen bestimmten Duft von Elabo haben, beziehungsweise feier einen Duft sehr, sehr krass. Und das ist Tonka 25, heißt der, meine ich. Ich habe mir sogar in Köln letztes Mal, als ich mit Yoshi in Köln war, eine Probe gekauft. Die Probe habe ich aufgebraucht, den getestet. Ich finde den sehr, sehr gut. Le Labo, wir haben es geschafft. Das ist der Laden. Hä? Wird der Er wurde renoviert, glaube ich. Ich schwöre, der ist viel, viel größer als letztes Mal. Letztes Mal war das so ein kleiner Raum. Der ist voll groß. Hier sind die ganzen Düfte. Ihr könnt sehen. Und hierum geht's. Tonka 25. Das ist der Duft. Ich habe gerade mal gefragt wegen Preisen. Aber so wie es aussieht, macht es keinen Sinn, ihn hier zu kaufen, weil der ist hier auf jeden Fall teurer als in Deutschland. Hier für die 50ml-Variante, glaube ich, 220 Euro. Und in Deutschland kriege ich den, glaube ich, für 190. Dementsprechend, ja, macht jetzt eigentlich nicht so viel Sinn, den hier zu kaufen. Anderen Düfte, muss ich ehrlich sagen, taugen irgendwie fast alle nicht so. Ich bin nicht so krasser Lilabo-Fan. Die meisten Düfte sind nicht so das, was ich gerne trage. Das war's mit Lilabo. Wir sind auf dem Weg Richtung Lower East Side, denn dort sind auch noch einige Vintage-Läden. Weil bis jetzt kein Pickup. Wir können. Ah doch, du hast hier einen Schal geholt, ne? Darf man nicht vergessen. Ansonsten kein Pickup und das darf natürlich so nicht weitergehen. Deswegen, ich bin auch eigentlich relativ begrenzt, weil ich habe wirklich überhaupt keinen Platz mehr im Koffer eigentlich. Also irgendwie war es auch voll dumm, weil ich bin mit einem vollen Koffer hier hingeflogen und dachte mir so, boah, ich gehe jetzt hier mies shoppen. Also irgendwie nicht richtig nachgedacht, mein Koffer ist komplett voll. Dementsprechend kann ich auch gar nicht so viel Sachen irgendwie kaufen. Ich finde das auch so krass, wie einfach überall hier auf diesen Straßen so obvious Fake-Sachen verkauft werden, das einfach niemanden juckt. Also überall werden diese Fake-Sachen verkauft, Fake-Goyard, Fake-Louis Vuitton, überall auf der Straße. Aber es juckt einfach keinen. Hier, 5 Dollar, Adidas-Hose, gib ihm. Ich sag euch schon, dass irgendwer in Deutschland macht, damit direkt nach 2 Sekunden angehalten werden vom Anzeigenhauptmeister hier und 50 Anzeigen kassieren. So, checkt ihr, was ich meine? Überall hier werden so Sachen verkauft. Hier, Fake-Jordans, kann man sich alles hier auf entspannt mitnehmen. Wir sind hier gerade so random am Laufen und ich habe gerade den Laden hier gesehen. The Vintage Twin. Na komm, ohne Fleiß kein Preis. Wir steppen da jetzt rein. Ich glaube, ich bin komplett lost, ne? Die Sachen sind alle gebrandet mit The Vintage Twin. Oder ist das doch eine Brand? Ich weiß gerade nicht, aber doch. Ne, ist ein Nike-Shirt. Ich glaube, die nehmen Vintage-Sachen und branden die einfach selber. Ah ja, jetzt sehe ich es. Hier, das ist so drüber gebrandet. Hier, da ist das richtige Nike-Tag und hier ist nochmal so ein Tag einmal drüber. Wir haben hier auf jeden Fall todesviele so gewaschene Vintage-Shirts mit Artworks. Zum Beispiel hier. Das ist eigentlich ganz cool. Hier sind auch unter anderem ganz viele Trikots, ob NFL, ob Fußball. Was auch immer, hier ist, glaube ich, ein Barcelona-Trikot, sogar ein sehr altes, eigentlich ganz nice. Ja, und dann gehst du plötzlich aus der Wärme wieder in die Kälte nach draußen. Nee, ist irgendwie nicht so geil. Ich habe auch gerade mal abgecheckt, zu dem Laden, wo wir jetzt hingehen, war ich sogar schon mal. Der heißt Young Bodega, ist so ein sehr, sehr kleiner Laden. Aber dafür hat er halt sehr, sehr gute Sachen, beziehungsweise hatte der damals auf jeden Fall. Frag mich nicht, Laden hat zu, geschlossen, was auch immer. Auf jeden Fall sind wir jetzt die ganze Strecke hier hingelaufen, für nichts. Nee, läuft super hier. Perfekt. Ich habe komplette Scheiße gelabert. Ja, der Laden ist hier. Wir haben uns irgendwie verlaufen. Der ist direkt vor meiner Nase. Hier ist das gute Stück. Rare Bodega ist der Laden. Wir haben es doch noch erwischt. Diese braune Lederjacke hier. Du kommst schon sehr, sehr hart, ne? Ich weiß nicht, ob 178 der Preis ist. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Ansonsten steht hier nichts drauf. Das muss ich gleich mal nachfragen. Die Hose hier eigentlich auch nice, ne? So ein schönes, ausgewaschenes Grau. Unten noch so ein bisschen Distressed. Boah, der kommt auch sehr, sehr geil mit diesem ganzen Distressing hier. Unten auch alles so ein bisschen Distressed. Schön ausgewaschen grün. Clean Basic. Das ist die Auswahl. Einmal die Jacke, dann der grüne Sweater. Dann habe ich noch dieses Nike-Jersey hier gefunden, was ich eigentlich auch ganz fresh fand. Hier noch die Denim von eben. Die ganzen Sachen probe ich jetzt an und dann schauen wir mal. Ja, Jacke an sich cool, aber auf jeden Fall viel zu klein, ihr könnt sehen. Der ist an sich wirklich sehr, sehr krass, auch so vom Ding, ihr könnt sehen. Aber er ist auch ein bisschen irgendwie zu lang. Das ist sehr schade. Aber ich habe auch gerade gemerkt, gib ich das mal. Der ist einfach kaputt gefühlt überall. Ich meine, so ein bisschen ripped ist ja okay, sieht auch cool aus, aber das hier ist, glaube ich, ne? Also das ist ja nicht mehr ripped, das ist ja irgendwie noch Lumpen. Ich sag euch ehrlich, das Jersey hier, das ist schon sehr, 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 sehr geil. Hier mit diesem Nike-Stitching vorne, auch hier am Ärmel nochmal, das Swoosh. Auch vom Fit generell, passt wirklich perfekt. Einziges Manko, seht ihr das? Das ist einfach todesdreckig. Ich weiß ja nicht, ob das rausgeht, keine Ahnung. Je nachdem, wie teuer das ist, macht es halt auch wenig Sinn, jetzt was zu kaufen, was einfach so dreckige Flecken hat. Sieht jetzt auch nicht so fresh aus. Hier ist die Hose, passt eigentlich wirklich so perfekt. Also sitzt wirklich super, aber ich finde die für mich persönlich irgendwie so ein bisschen zu slim unten. Und naja, deswegen finde ich die jetzt irgendwie doch nicht so geil, wie ich gedacht hatte. Ansonsten eigentlich von der Waschung ein cooles Ding, aber es läuft immer nicht, wie es sein soll, ne? Also eigentlich ist von den Sachen, die ich jetzt hier hatte, nicht wirklich was dabei. Außer vielleicht das Jersey, da muss ich wegen dem Preis gucken. Weil es ist halt dreckig, wenn es jetzt irgendwie 40 Dollar kostet, kaufe ich es auf keinen Fall. 52 Dollar. 52 Dollar. Wollte der gerade für das Jersey haben. Ich habe ihm gesagt, yo, Bro, hier, ist dreckig und so, ne? Das Einzige, was da von ihm kam, war 52 Dollar. Perfekt, super. Ihr könnt sehen, die Bags sind am Start. Wir haben es zum nächsten Store geschafft, und zwar nämlich Luke's, heißt das Ganze. Ihr könnt sehen, das ist der Laden. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr klein aus, aber wir checken mal ab,
was der Laden so kann. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein normaler, klassischer Vintage-Laden. Aber die haben ja auch einfach so überall so Designer-Sachen. Also ihr könnt sehen, so ganz viele Designer-Schuhe, wie zum Beispiel diese unfassbar freshen Balenciaga-Schuhe. Also wirklich todeskrass. Dann haben die unter anderem einfach diese Balenciaga-Motorradschuhe. Hab ich auch noch nie in echt gesehen, krank. Hier auch noch Dior oder zum Beispiel hier diese Bottega-Schuhe. Aber auch zum Beispiel Chrome Hearts hier, Balenciaga, wieder Chrome Hearts. Da hätten sie auch, glaube ich, Vetements. Ich dachte mir gerade so, boah, das Shirt ist eigentlich fresh, so geile Waschung mit der Flagge vorne, so sieht eigentlich geil aus. Ich gucke auf den Preis, ich sehe $300. Ich finde es auf jeden Fall geil, wie viel Platz wir hier alle haben. Hier sind wirklich wenige Leute hier in dem Laden, das ist echt super. Der Laden ist auch, finde ich, ein bisschen zu groß. Ich gebe euch ein kleines Fazit zum Laden. Viel zu klein, viel zu teuer, viel zu wenig Auswahl. War es an sich eigentlich ein cooler Laden, also die hat noch eigentlich ganz coole Pieces vom Ding her, aber der war halt einfach so klein und eng, der Laden. Digga, klein ist manchmal auch besser, weißt du? Also die Elchsträhne geht weiter, aber wer weiß, vielleicht werden wir ja doch noch fündig. Wir wollten eigentlich ganz woanders hin und plötzlich sehen wir den 20. Second Street hier. Der Laden ist auf jeden Fall safe, bis jetzt der größte Second Street, in dem wir drinnen waren. Also ihr könnt sehen, er ist wirklich riesengroß, ähnlich wie der in Los Angeles. Und hier muss man doch eigentlich was finden, oder? Wir haben hier auf jeden Fall schon mal Balenciaga, Rick, Amiri, Supreme, ganz, ganz viel. Also das ist mit Abstand der größte Second Street, aber auch mit Abstand der mit der Waxen Auswahl irgendwie. Also ich weiß nicht, irgendwie gibt es hier nur Müll. Also ich habe bis jetzt noch nicht eine einzige Sache gefunden, wo ich mir dachte, ja, ist fresh, so kann man machen. Ah, okay, ich nehme alles zurück. Wir haben hier nämlich eine Stussy-Stange und ich muss sagen, ich finde die Schuhe eigentlich mies fresh von Stussy, sag ich euch ehrlich. Ist aber eine Size 12, ja, perfekt. Und die hier sind eine, auch eine 12, nice, passt mir beide nicht. Ich dachte mir auch gerade so, boah, geil, fresh, die haben so Vans New School, eigentlich cooler Schuh. $130, Digga, der kostet einfach doppelt so viel wie Retail. Muss ich jetzt auch nicht verstehen, oder? Also das, keine Ahnung. Okay, hier gibt's auf jeden Fall clean Timberlands, auch in einer sehr, sehr guten Condition, für $70, also circa irgendwie so 63 Euro oder so. Und da kann man nicht meckern, das ist ein sehr, sehr guter Preis. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was Timberlands Retail kostet, ich meine irgendwie 200 oder 250 irgendwie so. Und das Ding ist, der ist sogar meine Size. Ich bin eigentlich nicht so der Timberlands-Freund, vor allem aktuell, weil der halt komplett übernommen wurde. Das ist der Schuh, passt wirklich perfekt. Und sieht auch tatsächlich sehr fresh aus. Ich weiß halt nicht, ob es ein Krampfkauf wäre, den jetzt mitzunehmen, weil ich brauche eigentlich keinen Timberlands. Aber irgendwo denke ich mir auch, kann wahrscheinlich einen Schaden, so einen Kleiderschrank mal zu haben, oder? Boah, das hat sich gereimt, krass. Ich glaube, ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht noch ein bisschen handeln kann. Und wenn ich ihn noch ein bisschen runterbekomme, kann man ihn eigentlich sogar mal einpacken, finde ich. Digga, die Phase ist perfekt. Also das Ding ist, ich würde mir halt wahrscheinlich niemals jetzt für Vollpreis noch einen Timberlands kaufen. Aber für den Preis bin ich hin und her gerissen, jetzt einfach mitzunehmen. Ich meine, 60 Euro machst du ja eigentlich nicht falsch. Ich mache das Ganze jetzt so. Wenn ich den Schuh auf $60 runtergehandelt bekomme, was irgendwie so 56 Euro sind, dann nehme ich den Schuh mit. Wenn nicht, dann bleibt er hier. Das ist ein Deal. Let's go. Schuhe wurden eingepackt. Erster Kopf heute. Wir haben es geschafft. Und ihr wisst ganz genau, was das heißt. Ich habe für diese Schuhe stolze $60 bezahlt. Also ich habe eben nochmal runtergehandelt von $70 auf $60. Das sind eben so circa 56 Euro irgendwie so. Und ich glaube, da kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Schuhe waren in der super Condition, meine Größe und ich habe einen neuen Schuh. Also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich mir einen Timberlands kaufe. Naja, Sachen passieren, die weiß man nicht, ne? Aber mittlerweile auch irgendwie schon 6:30 oder so haben und irgendwie seit 10 Stunden nichts gegessen. Ja, okay, ich glaube voll die Scheiße. Wir haben vor 6 Stunden mal so gefrühstückt, aber trotzdem haben wir extrem Hunger beide. Und deswegen brauchen wir jetzt was zu essen. Und es gibt eine Sache, die ich an Amerika liebe, die ich vermisse, wenn ich zu Hause bin. Und das ist Chipotle. Ich denke, die meisten werden es kennen aus meinen LA-Vlogs. Da waren wir schon sehr, sehr oft essen. Das ist halt so ein mexikanischer Burrito-Laden. Ich glaube, ich war einfach eine Kette. Es gibt, soweit ich weiß, auch ein einziges Mal in Deutschland und zwar in Frankfurt. Doch, ja, das müsste in Frankfurt irgendwo sein. Der Laden müsste jetzt hier irgendwo sein. Und dann gehen wir da rein und ich werde mir so ein krass... Ihr glaubt nicht, was ich für ein Burrito fetzen werde. Da hat Todes Bock drauf. Ich brauche das jetzt. Und wir müssen den Laden finden. Oh yes, wir haben es geschafft. Let's go, Rainer. Ihr wollt gar nicht wissen, wie gut der Kollege jetzt hier kommt, ne? Wirklich so krass. Wow. Das ist es. Ich sag's euch, boah. Burrito wurde vernichtet. Das Ding ist, wir wollten jetzt eigentlich noch zu einem weiteren Vintage-Laden gehen, namens Metropolis Vintage. Das Problem ist nur, wir haben gerade gesehen, der Laden macht um 19 Uhr zu. Wir haben gerade 18.53 Uhr. Ja, wird dann heute wohl nichts mehr. 6 Stunden später. Was geht, was geht? Ihr könnt sehen, ich bin back im Hotel. Und das heißt,
der Vlog ist jetzt auch vorbei. Aufgrund dessen, dass wir gerade 3 Uhr morgens haben, ich jetzt erst mit dem Videoschnitt fertig bin, Senat schon am Schlafen ist, muss ich das Outro jetzt hier im Flur drehen. Weil ich meine, ich bin netter Zimmergenosse, ich mache den jetzt nicht wach, ich gehe kurz raus, mache hier mein Outro. Damit ich wieder weiß, wer von euch die Realen sind und bis zum Schluss geguckt haben, schreibt sehr gerne Hashtag New York City in die Kommentare, dann weiß ich, ihr habt bis hier gerade geguckt. Ich hoffe natürlich, euch hat der Vlog wie immer gefallen. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und lasst vor allem auch ein kostenloses Abo da. Checkt gerne den ersten Vlog aus New York ab, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist unten verlinkt. Ansonsten, macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wir sehen uns. Danke für euren Support und ciao.